Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Herzlich willkommen in Dresden. Du hast zum ersten Mal dein neues Trikot mit der Elf in der Hand gehabt. Warst zum ersten Mal in diesem Dresdner Fußballtempel. Was für ein Gefühl ist hier angekommen zu sein? Ja, es ist ein super Gefühl. Ich bin froh, dass es geklappt hat, nach intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen. Und ja, ich war auch gerade draußen auf dem Platz. Super Gefühl und ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Du warst ein absoluter Wunschspieler von Ralf Minger und auch vom Trainer von Stefan Böger. Was können die Fans in Dresden hier von dir erwarten? Ja, ich denke, da ich in der Offensivkraft bin, starken Offensivdrang nach vorne, torgefährlich durch meine Schnelligkeit über außen, 1 gegen 1. Ja, ich denke, ich hoffe, dass ich den Fans viel Begeisterung in die Augen zaubern kann und auch zum Teamerfolg der Mannschaft beitragen kann. Du hast intensive Gespräche mit Ralf Minger geführt im Vorfeld. Was hat für dich persönlich am Ende den Ausschlag gegeben, nach Dresden zu kommen? Ja, der Ralf Minger hatte mir das Projekt Dresden vorgestellt und das hat mich überzeugt. Wir sind zueinander gekommen und ich bin absolut guter Dinge, das Projekt Dresden hier zu starten und den Aufbau zu schaffen und ja, erfolgreichen Fußball zu spielen. In Braunschweig und Bochum hast du schon 2 Anläufe im Profifußball genommen. Mit welchen Erwartungen kommst du nach Dresden zu Dynamo? Ja, ich komme natürlich mit großen Erwartungen. Ich hoffe natürlich auch durch die Atmosphäre hier am Stadion, wenn man den Platz betritt, dass die Fans einen nach vorne peitschen und pushen. Und ja, ich denke einfach, dass es ein super Gefühl ist, hier als Fußballer wirklich das Feld zu betreten. Und hier in Dresden ist eine Menge möglich. Ich denke, das Umfeld ist super, der Verein ist geil und denke, die Rahmenbedingungen stimmen alle. Und ja, wir hoffen auf eine gute Saison. Du hast deinen neuen Mitspieler vor wenigen Minuten zum ersten Mal kennengelernt. Was ist dein erster Eindruck, ganz frischer Eindruck? Ja, ich bin gerade in die Kabine gekommen. Die meisten sehe ich zum ersten Mal. Ich denke, es ist klar, dass es erstmal Neuland ist, aber man wird sich schnell integrieren. Und ich denke auch, dass die Truppe mich gut aufnehmen wird. Und ja, mit der Zeit wird das alles kommen. Und ja, bin ich fest von überzeugt. Jetzt interessiert natürlich alle Fans, was du schon von Dynamo weißt. Ja, man kriegt natürlich viel mit, gerade auch über das Umfeld, über die Fans, dass sie manchmal sehr kritisch sein können. Aber ich denke, dass wir als Mannschaft großen Teil dazu beitragen können, dass es eben anders laufen wird. Ja, ich bin selbst gespannt. Ich habe es damals gegen Dresden miterlebt, dass es ja, schwer sein kann oder schwer ist, hier zu bestehen. Und ich denke, wenn die Fans uns nach vorne peitschen, wird für jeden Gegner, der hier kommen wird, das Leben zur Hölle gemacht. Dann viel Spaß bei deiner ersten Einheit und viel Erfolg in den nächsten 2 Jahren. Vielen Dank.